Ein nicht allzu häufiges Problem, aber dennoch immer mal wieder vorkommend, sind Spinnmilben. Zu beachten, davon gibt es mehrere verschiedene Arten und bei den Orchideen ist vor allem auf zwei Sachen zu achten. Zum einen auf die normale, echte Spinnmilbe. Die allerdings kommt in der Regel nur bei recht weichlaubigen Arten vor, etwas, was die meisten nicht zu Hause haben werden. Anders kann es aussehen bei hartlaubigen Arten. Die sind oft von der falschen Spinnmilbe befallen. Warum falsch? Naja, weil die einfach kein Gespinst macht und dementsprechend zwar zu der Familie der Spinnmilben gehört, aber eben nicht spinnt. Problem an der Sache ist, wenn man sich diesen Schädling eingeschleppt hat, er ist nicht natürlich bei uns vorkommend, während die echte Spinnmilbe schon bei uns natürlich vorkommt, ist, dass man den Schaden oft sehr spät erst sieht und es sehr schwer zu bekämpfen ist. Diese Pflanze zum Beispiel, ist eine Bulbophyllum, ist von der falschen Spinnmilbe befallen gewesen. Vielleicht sind da auch noch ein paar dran. Oben erstmal nur sieht es so aus, als hätte die Pflanze leichte Krankheitsanzeichen, Schäden. Wenn man sich das Ganze aber allerdings von unten anschaut, sieht man sehr gut, dass die Pflanze viele weiße Pünktchen hat und stellenweise rote Stellen dazwischen. Diese roten Stellen, das sind oft die Spinnmilben, die falschen Spinnmilben, die sich dann auch abziehen lassen. Da, wenn man von diesen betroffen ist, ist es ganz schwer, dagegen anzukommen. Auch hier empfehle ich erstmal, die ganze Pflanze mit einer Wasserspirituslösung abzupinseln und zu hoffen, dass der Schaden von alleine verschwindet. Weil sonst wird es schwierig und man sollte einen Fachmann zu Rate fragen, ob er weitere gehende Tipps hat, weil das ist von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich, wie man da vorgehen sollte.